Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu F1 2016 im Karrieremodus. Und ja, wir sind momentan sehr erfolgreich mit der Scuderia Toro Rosso. Und ja, gucken wir mal in den Laptop. Wir sind auf jeden Fall in Mexiko angelangt im nächsten Rennen. So, Scuderia, Sahara Force India F1 Team hat Luftwiderstand und Benzinverbrauch und Motorleistung verbessert. Sonst hat die Konkurrenz hier nicht aufgestockt. Ja, und wir wollen natürlich hier eins von den beiden noch verbessern. Oder den Motor, eins von den dreien. Das ist so das nächste Hauptaugenmerk. Und ja, wir versuchen natürlich hier auf Mexiko gleich mal Herzlich wieder willkommen in Mexiko. alles anständig zu machen. So, deswegen gehen wir gleich mal hier in die Info rein. Teamziele, erster schneller Sektor, saubere Runde, spitze Geschwindigkeit, Reifenmanagement. Kriegen wir alle hin? Alle mit den Dingen hier. Und deswegen versuchen wir erstmal die Streckenakklimatisierung, so wie wir es gewöhnt sind. Und ja, die Strecke bin ich auch noch nicht gefahren. Aber gesehen habe ich sie schon ein paar Mal. Mal gucken, wie die hier so läuft. Ja, sehr früh, was wir hier einsteigen. Ich glaube, das ist eine kurze Renndistanz. Die Supersoften. Nee. Nee, die Soften sind wieder die weichste Mischung, glaube ich. Wenn wir hier schon auf Medium starten. So, Streckenakklimatisierung. DRS nicht vergessen. Mitnehmen. So. Und dann. Ja, erstmal gucken. Wo müssen wir hier bremsen? Da vorne. Das kriegen wir hin. Ohne die Hilfslinie wäre ich echt am Arsch. Muss ich echt zugeben. Hier der zweite DRS-Punkt. Gut zu wissen. Okay. Ah, hier sauber durch. Hier rum. Wunderbar. So gefällt mir das schon mal. Eine Doppelrechts, fast ähnlich einer Schikane. Aber nicht ganz so heftig. Nicht Schikane. Spitzkehre. Aber nicht ganz so heftig. Oh, da trägt es mich ein bisschen weiter raus. Ja, mal hier nur grün. Ja, komm. Können wir auch nehmen. Bisschen was Grünes darf auch mal bei sein. Boah, ich komme eigentlich gut zurecht. Wundert mich jetzt selber, dass ich mit der so gut zurechtkomme mit der Strecke. Ist eine Strecke mit viel Flow, die verzeiht auch mal einen kleinen Fehler. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Ja, gleich mal eine saubere lila Zeit hingelegt. Runde hingelegt. Bin ich stolz auf mir? So ein bisschen. Ah, verbremse ich mich. Krieg aber das Tor trotzdem, wieso auch immer. Kann man ja mal machen. Also 495 Punkte habe ich gemacht. Also hier bin ich echt gut unterwegs. Das geht sogar für das, dass ich es jetzt sogar schon ein bisschen versuche zu pushen. Das Wetter sollte erst Wie einmal läuft's trocken werden. Wenn eigentlich? sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Das ist schon mal super, wenn du mir da wieder Bescheid gibst, Jeff. Mein Best Buddy hier am Funk. Hier ein paar Esses, aber gekonnt genommen. Oh, das erste Mal, dass ich was rot mache. Okay. Wegen zu vielen Pushen. Aber selbst das kostet nicht viel Zeit, würde ich sagen. Ah, da bin ich zu schnell. Nö, kriege ich sogar ein Tor noch. Aber sehr eng die Strecke. So im ersten Klasse, du hast diese Strecke Augenblick. so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Ja, das höre ich gerne, Jeff. Das höre ich gerne. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich jetzt gemacht habe. Glaube auch 515 oder so. Viel zu spät auf der Bremse. Da muss ich aufpassen, wenn ich das nicht wieder tue.
DRS nochmal mitnehmen. Da kann man sogar mal was rot machen. Also das ist dann auch mal was Gemütliches. Muss man ja echt sagen. Wenn man hier mal was rot machen kann und dann schafft man die Akklimatisierung trotzdem. Das wird nur grün, weil ich zu langsam war am Eingang der Kurve. Ich glaube zumindest, es war auch zu lang, weil ich zu langsam war. Weil hier bricht gern mal der Tech aus. Das ist ja auch eine fiese Nummer. Hey. Ein paar grüne Tore hintereinander. Aber mir auch egal. Haben sie ja schon förmlich geschafft. Ah, schön hier rumgebremst. Reifen zwar strapaziert, aber kann man sich schon mal antun. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Fahr möglichst schnell in die Garage. Boah. Reifen sehen auch noch gut aus. Habe ich jetzt nicht mal so die Angst um meine Reifen. Ah, hier ein bisschen sachte reingebremst. Nicht am Limit bremsen. Muss ja nicht. Und ich verbessere gerade meine Zeit ein bisschen. Aber nur minimal. Vielleicht hat ein oder andere Stelle die ein oder andere Stelle, dass ich dann nochmal besser werde. Oh, hier die Stelle zum Beispiel. Die war jetzt meines Erachtens blitzsauber. Oh, da habe ich ein bisschen stark abgekürzt. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel abkürze. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, das höre ich ja direkt gern. Oh. Die Runden sind schön angenehm kurz. Irgendwo. Jetzt machen wir erstmal einen Angriff auf die beste Rundenzeit. Und wir sind Zweiter. Nehme ich doch auch mit. Egal. Passt fürs erste Training. Kann ich nicht meckern. Ist gut. Direkt instant Streckenakklimatisierung in Lila geschafft. Also wow. Da kann ich echt nicht meckern. Ein schneller Blick auf die beende ich das erste Training. Hier sind die Top 3. Vettel, Ricardo und Max Verstappen. Die Trainingsbestzeit. Okay, gut. Ja, hat uns zwar nach hinten gespült. Aber das ist mir förmlich total egal. Muss man einfach mal sagen, weil ich habe mir mittlerweile vorgenommen, in jedem Training eine Challenge hier zu absolvieren. Ein paar haben wir gemacht, ein paar Punkte sind schon mal. Damit 658. Ja, der Motor wird definitiv drin sein. So, gehen wir ins zweite Training und versuchen natürlich die Reifen nicht zu hart herzunehmen. Ja, Wetter passt, das ist schon mal gut. Ich ändere mal das Wetter. T3, sonnig. Ende Regen, Sonne im Rennen. Hört sich gerne. So, dann machen wir das Reifenmanagement. Start. Fliegende Runde natürlich. Mit den Softreifen. Ja, mal gucken, ob wir die gut behandeln oder nicht. So, hier schon nicht zu hart rannehmen. Weil umso mehr Reifen, wie wir jetzt schon sparen, desto mehr Sicherheit und Reifen können wir uns natürlich auf den fliegenden Runden hier sparen. Das ist natürlich selbstverständlich. So, hier die Highspeed-Stelle. Gas geben heißt es da. DRS ist drin. Ah, DRS aktiv. Oh, ich depp. Oh, früh auf die Bremse, Delta mitnehmen. Oh. Ah, nicht zu hart die Curbs mitnehmen. Das nehmen uns die Reifen ein bisschen übel. So ein kleines bisschen.
Auch wenn uns das Delta dann begrüßt. Oh, ein bisschen schnell da gewesen. Oh, ein bisschen drüber hier. Ein paar durchdrehende Reifen. Ah, zu schnell aus der Kurve hier rausgekommen. Ah, kriege ich hier auch nochmal Reifen hinzu. Ah, da gehe ich Richtung Rot. Mäh. Das wird hier schon wieder ein zäheres Ding. Oh, come on. Zumindest auf grün will ich bleiben. Sachte beschleunigen. Läuft. So, okay, dann müssen wir hier schön langsam versuchen, da alles anständig zu machen. Und lila machen. Ihr wisst ja mittlerweile, eine lila reicht, um die ganze Übung lila zu machen. Jetzt muss ich hier hinter Gutierrez herjuckeln. Was mir gar nicht gefällt. Hier früher bremsen. Da habe ich so viel die vorhergehende Runde verloren. Jetzt ziehen wir mal an Gutierrez vorbei. Ganz gemütlich. Nicht übertrieben. Man muss ja nicht immer übertreiben. Ah, alle schön mitgenommen. Lila immer noch. Passt. Hier sagt reinbremsen. Ja, läuft. Hätte ich vielleicht ein bisschen stärker mal die Bremse betätigen sollen. Aber geht auch noch. Lila bleibt. Jetzt muss ich hier aber Gas geben. Nicht, dass die Zeit nicht stimmt. Und die stimmt nicht. Scheiße. Zu langsam gewesen hinten raus. Jetzt brauche ich zwei Lila, ne? Damit das reicht. Ah, habe ich zu viel Delta verloren. Im Schlussabschnitt. Wenn mir dachte, ja, gemütlich hier rum. Und dann, ja, hast du mal kurz nicht aufgepasst. Ist alles weg? Ist alles weg? Man kann sachte mit den Reifen umgehen. Aber dann ist man halt einfach mal zu langsam. Es darf halt nicht passieren.